Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von der Gothic Mod Acholos, The Chronicles of Myrtana. So. Und wir haben die Aufgabe, ein Dokument zu kopieren bei Wenzel. Und wir müssen Fischsuppe zubereiten und ja. Haben wir eigentlich dafür das Rezept bekommen von diesem Ernesto? Ah, der Kessel des Fischers. Ist mir bereits geläufig. Na gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich davon herstellen soll. What did I get myself into? I must now cook the fisherman's cauldron and bring it to the mage Laudos. I find the necessary ingredients on the list from Ernesto. I hope I get some valuable rewards. Okay, also ich mache das eigentlich nur, damit ich ein bisschen Geld verdiene. Weil ich sag mal so, 861 ist jetzt nicht wenig, aber es könnte schon durchaus mehr Geld sein, ja. Von daher erledigen wir diesen Job jetzt noch und ja, werden diese Schriftstücke kopieren lassen bei Wenzel. Ich hoffe, Wenzel nimmt es mir nicht übel, dass ich ihn verraten habe. Falls ja, oh ja, gut, dann ist das halt so. Du hast ein paar Diebe in der Richtung. Du sollst 5 Kopien dieses Dokuments anfertigen. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. In einer Minute schreibt er 5 Kopien. Wie krass ist der denn? Oto dokumenty. Na osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Liste mit. Okay, danke. Dzięki za pomoc. Tja, okay. Jetzt muss ich noch eine Küche finden, wo ich diese 5. Oder was, ich weiß jetzt nicht, wie viel diese Fischer-Dinger da zubereiten sollen. Es regnet schon wieder, ne? Wahnsinn. Acholos ist wirklich ein verregnetes Stück Erde. Sehr verregnetes Stück Erde. War hier nicht irgendeine Küche? Ronja ist hier, die kenne ich noch gar nicht. Wer ist denn die Ronja? Will mal anquatschen hier. Räubertochter hier. Na, erstmal beklauen, geil. So, was machst du bei Araxos? Czym się zajmujesz w Araxos? Nazywam się Ronja i jestem archiwistką gildii. Segreguję wszystkie umowy, kontrakty, tworzę ich kopie, takie tam. Jeśli nie przychodzisz z niczym ważnym, to wybacz, ale jestem zajęta. Okay. Was sind das denn hier für geile Türme? Ach so, da liegen Dokumente drin. Ist schon cool. Kann ich mir schon als coolen Job vorstellen. Du bist halt immer beschäftigt, so. Kriegst wahrscheinlich, verdient hier wahrscheinlich auch sehr gutes Geld, kann ich mir vorstellen. Also, schon angenehm. Hat die Gildi Kupiecki hier gar keine Küche? Gar keinen Ofen? Hier muss man doch irgendwo was zubereiten können. Ah ja, Vorräte. Aber sonst ist hier nichts. Tja, ich muss jetzt irgendwie hier irgendwo eine Küche finden. Kannst mir nicht erzählen, dass es hier überall in der ganzen Gilde keine einzige Küche gibt. Was ist denn hier? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okay. Ich gehe mal ins Haus drüben hin. Keine Küche, nix. Wahnsinn. Okay, vielleicht oben im Obergeschoss wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier was? Hier in der ganzen Gilde einfach keinen einzigen Herd? Wie kochen die ihr Essen? Wie kochen die ihr Essen? Oder bestellen die immer bei Lieferando? Das kann natürlich auch sein. Ey, das gibt's ja gar nicht. Hier gibt's keine einzige Küche, keinen einzigen Herd. In der ganzen, im ganzen Gildengelände. Das ist
faszinierend und erschreckend zugleich. Wo ist eigentlich der Alchemist hin? Der ist ja gar nicht mehr. Ja, warte mal, so ein Barber. Barbershop. Aber der hat hier offenbar auch keine Küche. Sehr interessant. Tja. Jetzt geht die große Suche nach einer Küche los. Ah, da sehe ich ein Herd. Eieiei, sehr geil. Hallo, ich koche da mal hier bloß schnell was, ne? Geh gleich wieder. So, eine Mahlzeit vorbereiten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie hieß das Gericht nochmal? Irgendwas mit Fisch. Geräucherter Kräuterfisch? Nee. Der Kessel des Fischers, das hier ist es. Machen wir 7 Stück davon. Sollte eigentlich reichen. Ich habe 7 Mal den Kessel des Fischers hergestellt. So, damit können wir jetzt zum Wassermagier Magus gehen. Und ja, hoffentlich die Sache klären und dann, weil in der ganzen Questbeschreibung steht gar nicht, wie viele Teller ich davon machen soll. Vielleicht reicht da eine Portion völlig zu. Wer weiß das schon. Da, 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 da. Genau, dann hoffe ich, dass der mir nochmal so 100 oder 200 Gold gibt. A ty co się tu kręcisz? Zaraz dostaniesz w zęby. Halo, tutaj się nie bądź! Zapamiętaj to sobie! Przestań! Tutaj się nie walczy! Zapamiętaj to sobie! So, danke schön, werte Wache, aber das wäre nicht nötig gewesen. Nawet złota nie ma. Moja broń może mi się przydać. Mist, jetzt hat er die Waffe eingesammelt. Egal. Das ist, ich nehme solche Schlägereien gerne mit eigentlich, weil dadurch gibt es nicht nur nette Erfahrungspunkte, sondern auch Loot und ein bisschen Geld. Das ist super. Der will doch was von mir. Oder auch nicht. Patrasian, aber ich muss glaube ich mit dem... Hier gibt es noch einen anderen Magier. Der hier. Laudos, hey, genau. Ernesto hat mich gebeten, dir diesen Topf Suppe zu geben. Witaj, Magu. Ernesto prosił mnie, bym przekazał prosto z jego austerii ten gar Suppe dla biednych mieszkańców portu. Witaj, młodzieńcze. Bardzo miło mi to słyszeć. Każdy dar jest mile widziany. Ernesto sam przygotował ten ciepły posiłek? Ja, ich habe ihn persönlich beim Suppekochen gesehen. Ich habe die Suppe gekocht, Ernesto hat mich dafür bezahlt. Er hat mich gar nicht dafür bezahlt. Ich habe ihn persönlich gesehen, wie er die Suppe gekocht hat. Tak, osobiście widziałem, jak gotował Suppe. Powiadasz? No dobrze, chyba nie próbujesz mnie oszukać. Jeśli to faktycznie Ernesto przygotował tamten posiłek, to znaczy, że jest na tym świecie więcej dobra niż wcześniej myślałem. To pocieszająca myśl. Jetzt habe ich den angelogen, Alter. Es tut mir so leid. Okay. Ich habe hier Runen für dich. Ich muss die jetzt mal abgeben, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Scheiße, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, welche ich nutzen kann und welche nicht. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Das ist Kreis 3. Eisblock brauchen wir nicht. Boah, ich weiß nicht. Allgemein Magie ist jetzt nicht so nice, ehrlich gesagt. Das sind sehr nützliche Zauber hier. Wundenheilung und Licht. Sehr geile Zauber, die will ich auf jeden Fall behalten. Wolf beschwören, auch sehr nützlicher Zauber. Würde ich auch behalten, definitiv. Alles andere kann eigentlich weg. Die kleinen Blitze, der Eisblock. Snapper beschwören will ich aber noch behalten tatsächlich. Warte mal, ich schreibe mir das glaube ich mal auf, weil ich kann mir das nicht merken. Oh, seht doch mal Marvins Schritt. Oh, ein netter Anblick hier so. Also, warte mal, was ist denn jetzt? Also, Eisblock geben wir ab. Oder warte, nee, ich schreibe mir das auf, was ich behalten will. Ich trottel es da viel besser. Also, hell behalte ich. Leichte Wunden behalte ich. Und Wolf
Genauso wie Snapper. Den Snapper behalte ich nur, falls ich doch mal irgendwann Kreis 2 lernen sollte. Dann könnte mir der Zauber relativ nützlich sein. Die anderen Sachen würde ich alle weggeben. Weil so diese Angriffszauber, wie zum Beispiel hier Windfaust und kleiner Blitz und Schrei der Toten und so. Das macht alles nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Deshalb können die weg. Ich gebe ihm jetzt alle Runen, die ich so nicht gebrauchen kann. Also Windfaust kann weg. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Ach so, okay, der gibt mir kein Geld, der gibt mir Spruchrollen dafür und Erfahrungspunkte. Na gut, auch okay. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Dziękuję ci, synu. Ja, okay, ich überspringe das jetzt hier. Du hast Quatsch von dem. Dziękuję. Das bringt ordentlich Erfahrungspunkte, ne? Ist gar nicht so schlecht. Dziękuję. So, Snapper, Wolf, Wunden und Licht behalte ich. Okay, cool. Tja, dann gehen wir jetzt mal zu dem Ernesto zurück. Ach halt, stopp. Was muss ich eigentlich mit den Kopien machen? I already have the bidding notice. I can find a list where I should hang them up in the separate document. Okay, dann schauen wir mal in das separate document, wo ich diese ganzen Kopien aufhängen soll. Liste Gebotsmeldungen. Hier. Die Hinweise sollen an den aufgeführten Tafeln aufgehängt werden. Marktplatz, Gegenteil, Insignienschneiderei, Handwerkerbezirk gegenüber dem Schlachthof vom Sledger, Fischmarkt zwischen Fischerbuden, Alte Stadt gegenüber Ernestos Hostellerie, da muss ich sowieso gleich in Altstadt gegenüber den Juwelieren, Werkstatt Tal des Goldes. Okay, Marktplatz, Handwerkerbezirk, Fischmarkt. Wir gehen erstmal runter zum Fischmarkt. Der ist hier, glaube ich, in nächster Nähe. Hui. Schade, ich dachte, ich schaff's genau in die Brühe reinzuspringen. Leider nicht der Fall. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier unten irgendwo der Fischmarkt ist. So, das ist doch hier, das ist der Fischmarkt. Hier muss ich das bestimmt ans schwarze Brett hängen. Hinterlassen Sie eine Nachricht für die Hausaktion. Wenzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Warte mal, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz kapiert, warte mal. Nee, was hat jetzt gesagt? Wenzel must have made a mistake. The notice lists a different day for the auction in that was supposed to be. Also der hat einen falschen Tag aufgeschrieben, but I can use that to my advantage. Ich kann das zu meinem Vorteil nutzen. If I can get someone to go to the auction for me, as not the horses under suspicion, I can get the house for myself for a fraction of its value. I'll hang up the rest of the notices and figure out what to do next. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Also Wenzel hat den Fehler gemacht, die Notizenliste, der hat den falschen Tag für die Auktion draufgeschrieben. Aber ich kann das zu meinem Vorteil nutzen. If I can get someone to go to the auction for, also wenn ich jemanden finde, der für mich da hingeht, as not to a ruse and you suspicion. Das habe ich irgendwie nicht, verstehe ich irgendwie nicht. I can get this house for myself for a fraction of its value. Ich kann das Haus bekommen für einen Bruchteil des Werts. I hang up for the rest notice and what after the next, okay. Was steht denn da drauf? Ausschreibungsmitteilung. Ach, ich kann dies nicht lesen. Egal, habe ich das jetzt da dran gehabt? Hinterlasse eine Nachricht. Okay. Marvin, znowu się spotykamy. Widzę, że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie? Znalazłeś Jorna? Ach, der Kasim vom Anfang, der Mod. Cool. Ist eine lange Geschichte, noch nicht, aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Jeszcze nie, ale chyba jestem na tropie. Rozumiem, nie musisz mi opowiadać. Mam nadzieję, że ostatecznie wszystko dobrze się ułoży. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Ich verteile Mitteilungen über das Bieten auf das Haus. Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da.
Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Vielleicht kann ich den dazu kriegen, das Haus zu kaufen. Vielleicht kannst du mir helfen, ich plane dieses Haus zu kaufen. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... to musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiłem. Co miałbym zrobić? Verkleide dich als Käufer und bieten sie in ihrem Namen auf das Haus. Also verkleide dich als Käufer und biete auf das Haus. Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. Cholera, co mi tam. W końcu pomogłeś nam wszystkim po przybyciu do wioski. Kto wie, czy gdyby nie ty, to ten staruch Albin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak 2 poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca, a tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować dom. Der hat nicht genug Geld, der hat kein Outfit und kein Geld. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta, od strony portu. Okay, der wartet jetzt vor dem Eingang der Stadt. Okay, ich baue jetzt ein Outfit und Gold. Das Problem ist, ich habe beides nicht. Das ist echt ein Problemchen. So, Marktplatz, Handwerkerbezirk. Okay, okay. Okay, ich weiß, wo der Schlachter ist und ich weiß, wo der Marktplatz ist. Wir gehen jetzt erstmal zum Marktplatz. Denn dort ist auch ein Schneider, meines Wissens nach. Und den Schneider können wir einfach mal... Da können wir mal gucken, ob wir ein Outfit kaufen können. Ein ziviles Outfit für einen reichen Bürger. Und dann können wir mal schauen, ob wir den Kasim einkleiden können und dass der für uns das Haus kauft. Tja, die Frage ist nur, wie bezahle ich den ganzen Spaß denn? Naja. Hier ist das Haus der verdächtigen Südländer. Von Blake. Blake ist aber ehrlich gesagt nicht gerade ein südländisch klingender Name. Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich freue mich ehrlich gesagt schon, die Stadt wieder zu verlassen. Die Stadt ist cool, ja, versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie habe ich wieder Bock, durch die Natur zu ziehen und Gegend zu erkunden. Ich will diese Burg auch erkunden, die wir gefunden hatten, da im ganzen Nordwesten der Insel. Da sehe ich mich. Das gilt alles noch zu erkunden, aber ich brauche jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Geld und besten Fall sogar noch ein Level Up. Das wäre ganz geil, weil dann könnte ich nochmal auf Stärke gehen. Weil ich brauche 15 Lernpunkte, um 5 Stärke zu lernen mittlerweile. So, warte mal, hier ist jetzt der Marktplatz. Was bist du denn für einer? Młodzieńcze, czy chciałbyś wziąć udział w diabelnie trudnej grze? To jedyna okazja, by przyjść z niczym, a wyjść jak król. Zasady są proste. Musisz uważnie obserwować, gdzie przemieszcza się złota moneta i wskazać, pod którym kuflem się chowa. To jak? Zaintrygowany? Na gut, komm. Czemu nie? Świetnie! Ile chciałbyś postawić na swoje zwycięstwo? Do wygrania będzie 3-krotność sumy, którą zaoferujesz. 10. Proszę, oto pieniądze. Pięknie dziękuję. Żegnaj, frajerze. Was war das denn, Alter? Der ist direkt gegen meine dicke Rüstung gerannt und ist umgekippt. Komischer Kauz, aber danke für die 6 Goldstücke, du Held. Ich wollte eigentlich ablehnen, aber ich dachte mir, komm, ist vielleicht ein Minigame, was man hier... Egal, soll er wegrennen, ist mir doch egal. Ja, hier. Każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi i okrętów
So. Jetzt gehe ich zum Schneider und versuche ein Händler-Outfit zu finden. Da, 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 da. Hey. Darf ich dein Lehrling sein? Nee. Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście, proszę cię rozejrzeć. Abgenutzte Bürgerkleidung. Das Outfit eines reichen Kaufmanns. Oh Mann. 400 Gold. Oh Mann. Ja, schön. Blau, grün, rot. Nehmen wir rot. Mit oder ohne Hut. Mit Hut. Tch. Das sieht ja abgefahren aus. Oh Mann. Oh shit. Aber mit zwei Schwert wirkt das Outfit nicht. Dann nehmen wir lieber mal einen schweren Dolch. Das sieht besser aus. So sehet mich an, elendiger Plepp von Acholos. So, wo muss ich als nächstes hin? Zgodnie z nowymi rozporządzeniami królewskimi, każdy właściciel wszelakiej wielkości łodzi übrig. A ja, Handwerkerbezirk. Zum Fleischer muss ich. Wszystkie środki transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności mogły zostać. Ah, Mist, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich hätte nach Norden wieder gemusst. Jetzt laufe ich voll nach Osten. Ah, ich musste da zurück. Ich muss da zurück. Aber ich bin ja auch Kämpfer, ne? Also ich kann jetzt auch... Genau, so. Kann jetzt auch die Einhandwaffen einigermaßen vernünftig nutzen. Das ist ja das Schöne. Ich weiß, der Dolch macht zwar mehr Schaden, aber ich will ja gar nicht hier innerhalb der Stadt kämpfen. Sondern ich will ja nur fresh aussehen, wenn ich innerhalb der Stadtmauern unterwegs bin. Tja, ich weiß aber nicht, wie viel Gold ich dem Kasim geben soll. Kein Schimmer. Ich habe jetzt nur noch 400... Ja, knapp 500 Gold. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich von dem Ernesto bekomme, wenn ich ihm jetzt erzähle, dass ich seinen Wunsch erfüllt habe. Der wird mir ja wohl hoffentlich ein bisschen was geben, so 200 Gold wäre schon gut. So, Nadine, tut mir leid, ich habe deine Tochter noch nicht gefunden, aber ich bin auf dem Weg. So, hier war doch irgendwo der Metzger, da drüben, genau, da ist die... das schwarze Brett. Dann machen wir den Aushang dran. So, jetzt müssen wir noch an zwei Orte gehen. Und die sind beide innerhalb des oberen Viertels. Da, 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 da. Warte mal, wer ist denn dieser Dude mit der Axt hier? Der sieht mir verdächtig aus. Ach, hier ist Kasim. Achso, ich kann ihm noch nicht das Outfit geben, leider. Weil ich anscheinend auch noch nicht das Gold habe. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht so richtig, wie viel Gold ich da jetzt brauche. Kein Schimmer. Ach da, da ist ein schwarzes Brett, genau. So. Nachricht ist hinterlassen. Und einmal bei Ernestos Bude ist da noch ein... Achso. Da ist wohl auch noch ein schwarzes Brett in der Nähe, das, was ich noch gar nicht gesehen habe, ehrlich gesagt. Das ist echt cool designt hier, das Viertel. Das ist schon nice. Ach, da. Ja. Okay. Jetzt haben wir alle Kopien verteilt. Jetzt hier Ernesto, ich habe die Suppe verteilt. Dostarczyłem Suppe. Wyśmienicie! Jak zareagowali magowie? Wydawali się... zadowoleni. Z pewnością już zmienili o tobie opinię.
Wspaniale, wspaniale! Spisałeś się, Marvin. Czas porozmawiać o twojej nagrodzie. Przyjmij proszę tę butelkę wina. Pochodzi z jednego z najstarszych roczników, które tu trzymam. Dodatkowo, jeśli będziesz kiedyś miał ochotę na butelkę świeżego trunku, to możesz śmiało mnie odwiedzać. Mann, Alter. Ich brauch Geld. Was willst du jetzt von mir? Za parę nędznych sztuk złota jesteś gotowy latać z miską śmierdzącej zupy? Jak jakaś kelnerka? Was willst du jetzt von mir? Chcesz mnie sprowokować? Oh Mann, ich habe aber gerade weder meine Rüstung noch meine Waffe an. Ich will jetzt gar nicht kämpfen. To dawaj. Pokaż, jaki wielki z ciebie wojownik. Nie będziemy się przecież bić tutaj, jak jacyś barbarzyńcy. Chodź za mną. Okay, umso besser. Widzisz, to nie było takie trudne. Sie will irgendwie gegen mich kämpfen, warum auch immer. Aber kannst du kriegen. Oh, stimmt, hier ist so eine Gasse. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier lang geht, aber das sieht echt fancy aus. Also man kann echt nichts sagen, so die Architektur der ganzen Stadt und der ganzen Insel ist schon fett geil. Dobra, pokaż, co potrafisz. Die Ilse. Die wilde Ilse. Haben die Wachen juckt's halt gar nicht einfach. Oh, da hat sie mich aber hart getroffen hier. Netter Hammer. Was kann der denn? Ah, er macht 10 Schaden mehr. Und panzerbrechend 7. Ilses Hammer. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Ty. Jak ty to zrobiłeś? Musiałeś oszukiwać. Niemożliwe, że pokonał mnie ktoś taki jak ty. Uspokoisz się wreszcie? Pokonałem cię w uczciwym pojedynku. Tak, chyba masz rację. Nie doceniłam twoich umiejętności. Masz, trzymaj to. Zasłużyłeś sobie. Gürtel des Meisters erhalten. Aha. Was kann der denn, der Gürtel des Meisters? Achso, einhändig und zweihändig. Plus 5, naja, nicht schlecht. Aber ein Stärkebonus ist mir aktuell gerade irgendwie lieber. Witaj, chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę udekorować, to nie znajdziesz lepszego miejsca. Ach, so ein bisschen das Ikea des Mittelalters hier quasi. Man kann hier quasi Möbel kaufen, okay. Ja, vielleicht wenn wir dann irgendwann mal das Haus besitzen sollten, dann kann man mal drüber reden. So, jetzt muss ich mich ja erstmal heilen. Die Tante hat mir trotzdem ganz schön ins Maul poliert. Muss man ihr ja echt lassen. Sie hat alle 2 Sekunden 5% Lebens wieder her. Klar, ja, gönnen wir uns. So. Ach so, warte mal, was steht denn jetzt im Tagebuch? Da kann es noch auf, ihr habt das richtige Outfit dabei. Ich kann es zu Kasim bringen. Alles klar, das machen wir doch mal direkt. Bringen wir jetzt mal das richtige Outfit zu Kasim. Ich finde aber, glaube ich, so das normale Outfit hätte ja auch gereicht. Wer ist das denn da vorne eigentlich? Da habe ich ja gerade schon gesagt, der sieht mir ein bisschen suspicious aus mit seiner dicken Achse, mit seiner Südländerrüstung. Wir werden bestimmt aufs Maul hauen. Ja, es war mir klar. Gildia Kupiecka jak zawsze pojawia się wtedy, kiedy najbardziej jej potrzeba. Ci cholerni strażnicy nie chcą mnie wpuścić do środka, a mam bardzo ważną przesyłkę do dostarczenia. Co powiesz na pokaźną sakwę złota w zamian za przejście kilku kroków? Sprawa jest dość delikatna, więc muszę najpierw wiedzieć, czy się zgadzasz. Ale bym się bestimmt nur verarschen, ja, okej, komm. Brzmi interesująco, żadne złoto nie śmierdzi. Dobra. Słuchaj uważnie. Zaniesiesz tę małą skrzyneczkę do pokoju na ostatnim piętrze hotelu i zostawisz ją przy łóżku.
Po wszystkim spotkajmy się tutaj. Ja będę miał zlecenie z głowy, a ty trochę złota w garści. Verzierter Sarg erhalten, what the fuck? Leises Gemurmel. Innerhalb der Kiste, okay. Warte mal, das Hotel ist doch hier vorne direkt. Ich wette mit euch, das ist irgendein Trick. Also irgendwie geht das jetzt hier schief. Irgendwas passiert damit. Chyba nie jesteś jednym z gości. Dokąd to? Ich habe ein sehr wichtiges Paket, das Lorenzo mir bestellt hat. Mam bardzo ważną przesyłkę, którą rozkazał mi dostarczyć Lorenzo. Musi trafić bezpośrednio do pokoju odbiorcy. Chcesz, by gildia miała przez ciebie opóźnienie? Nie, ależ skąd? Po prostu to nie do końca zgodne z naszymi zasadami. Możesz oczywiście tutaj poczekać na osobę, której masz dostarczyć przesyłkę. I guess I have to find another way to get past this boy. Oh man. Ich habe echt gar keine Zeit dafür jetzt, ehrlich gesagt, gerade. Ich habe jetzt andere Zeitquests jetzt noch offen. Machen wir später. Irgendwann mal. Vielleicht. Mal gucken. Ich muss jetzt erstmal zu Casino, das ist wichtiger. Ah, ich weiß nicht. Ich kann anscheinend noch nicht zu ihm, wenn ich nicht genug Geld dabei habe, oder? Ich muss 1000 Gold irgendwie auftreiben. Scheiße. Wie treibe ich denn jetzt 1000 Gold auf? Okay. Theater mit blauen Flecken. The Security Guard and his boss often sit on the benches in the old town. The benches are in the bla bla. Okay, das muss man jetzt als nächstes machen irgendwie. Wo soll ich denn jetzt 1000 Gold aufkratzen? Co ty tam robisz? Kurz überlegt, hier zu klauen, aber ich schlafe jetzt lieber bis zum nächsten Morgen. Was gab das jetzt für einen Tagebucheintrag? Es bleibt noch ein Tag, um zu bieten. Ja, ich weiß, ich muss jetzt irgendwie 1000 Gold auftreiben. Ich weiß gar nicht wie. Ich muss Zeug verkaufen. Ich muss jetzt mein Inventar leer machen. Aber erstmal will ich diese Quest hier machen mit dem, ja, hier, genau, das. Da. Ja, gib mir das Gold, du alter Bastard. Wyskakuj ze złota, stary dziadu. Co? Co się dzieje? Pomocy! Nie obawiaj się, szefie! Obronię cię! Ach Junge, komm jetzt. Sehr gut, der hat mich nicht wirklich ausgeraubt, das wäre jetzt bitter gewesen. Ha! Zostałeś pokonany, ty bandyto! Zejdź mi z oczu, albo cię jeszcze raz pokonam. Okay, das haben wir erledigt. Tja, jetzt muss ich trotzdem irgendwie noch 1000 Gold auftreiben. Wie treibe ich jetzt 1000 Gold auf? Fuck, also 500, um genau zu sein. 1000 ist es jetzt nicht. Tja, ich muss jetzt Sachen verkaufen. Ich muss Sachen verkaufen. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Psst, Mode, chciałbyś mi pomóc? Nein, keine Zeit, ich brauche Geld. Ich muss jetzt dringend handeln. Warte mal, ich gehe zu dem Allgemeinwarenhändler. Gehen wir mal zu diesem Allgemeinwarenhändler. Oh, nette Ansicht, warte mal. So, jetzt.
Pokaż mi swoje towary. So, du kriegst jetzt Haufen Kram von mir. Ich muss jetzt 1000 Gold zusammenkriegen. Ich werde jetzt viel, viel Kram verkaufen hier. Eisenklumpen. Das Erz kann weg. Roter Paprika, Kohle, Aquamarin. Die Perlen muss ich trotzdem noch behalten. Die ganzen Johnnies können weg. Quarz kann weg. Das kann weg. Schwefel kann weg. Der silberne Ring kann weg. Jetzt haben wir schon mal 700. Okay. Paddel. Echt? Das bringt mir zwar kein Geld, aber kann jetzt auch mal weg. So, was kann ich jetzt hier verkaufen? Oh ja, das bringt mir Geld auf jeden Fall. Das kann weg. Das kann weg. Das habe ich schon gelesen. Das kann weg. Guck mal, jetzt haben wir da schon ein bisschen Gold hier. Der zweite, der dritte Kreis der Magie. Das würde ich jetzt auch mal verkaufen. Wenn, dann würde ich maximal nur auf den zweiten gehen. Und nicht noch auf den dritten. Gürtel des Meisters. Komm, den verkaufe ich jetzt auch mal tatsächlich, weil ich bin schon an Zweihand Meister so. Es ist jetzt erstmal nicht priorisiert wichtig für mich. Diese Belegnägel können weg. Ja, den Dolch hier will ich jetzt tatsächlich auch mal verkaufen. Komm, 1200 Gold haben wir jetzt, das ist gut. Und jetzt können wir schnell zum Kasim gehen. Bevor ich jetzt hier aber nochmal niedergeschlagen und ausgeraubt werde oder so ein Kram, heile ich mich jetzt hier nochmal ganz kurz mit Essen hoch. Weil schlafen sollte ich jetzt nicht. Ich habe ja keine Zeit mehr. Komm. Okay, so. Ziehen wir uns jetzt komplett hoch hier. Das hat sich gelohnt. Da gab es jetzt auch nochmal ordentlich Lebensenergiepunkte. Jetzt haben wir schon 558. Das ist schon stark. Und wir können dem Kasim jetzt das Outfit geben und 1000 Gold. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Ja. Przyniosłem strój i złoto. Co jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobimy. Spotkamy się za dwa dni pod twoim nowym domem. Okay, perfekt. Kasim will handle the bidding. I am to meet him in 2 days outside my new home. Okay, also das ist jetzt also erledigt. Hier brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Was ich jetzt noch machen muss, ist irgendwie in das Haus reinzukommen, also in dieses Hotelzimmer reinzukommen. Schlaf, ich habe einen Schlafzauber, perfekt, das ist die Lösung, die ich da jetzt sehe, um da hochzukommen, um diese Kiste dort abzuliefern. Chyba nie jesteś jednym z gości. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich diese Kiste platzieren soll. Hier hin? Nee, wahrscheinlich kann ich das Bett dafür anvisieren. Nee. Komm, hoch mit dir. Hier vielleicht? Warte mal, was stand im Tagebuch nochmal drin? Deliver small box and carry in the top of. In the top of the floor in the outer and leave it by the bed. Okay, also in the top, also ganz hoch wahrscheinlich. Hier hin. Ich bin im obersten Stockwerk des Hotels. Es ist Zeit, um einen geeigneten Platz zum Pflanzen der Kiste zu suchen. Zum Platzieren der Kiste zu suchen. Oh, aber erstmal nehmen wir hier mal ein bisschen Kram mit. Was wir wieder zu ein bisschen Geld machen können. Ah, ja. Naja, schauen wir mal, was das ist. Ich hoffe nur, dass der Typ jetzt sich nicht verpisst hat und mein Geld mitgenommen hat. Also, ich habe dem ja kein Geld gegeben, aber er hat mir Geld versprochen und das will ich unbedingt haben. Deshalb habe ich, das ist der einzige Grund, warum ich diesen Auftrag angenommen habe. Wenn ich jetzt genug Gold gehabt hätte für alles, hätte ich das gar nicht versucht. Chyba nie jesteś jedno.
Ich hätte die Quest also gar nicht angenommen, weil die mir sehr fishy wirkt, sehr unseriös. Ich glaube, der Typ führt irgendwas im Schilde, aber ich muss jede Gelegenheit mit dem Geld zu verdienen. Ist klar, dass der Typ weg ist. Es war so klar, dass der Typ weg ist. Na klar. Aber hier steht ein Beutel mit einem von einem Südländer. Okay, na dann habe ich nichts gesagt. Dann soll es mir egal sein. Südländer halten. 100, oh ja gut, 100 Gold und ein Elixier des Lebens. Ja Mensch, okay, das hat sich doch gelohnt. Das gönnen wir uns. Oh, das ist ein Gift gewesen. Scheiße. Nein, oh Mann, ich bin drauf reingefallen. Ach, come on. Come on. Ich meine, das ist schon nie verblieben, ein kleiner Beutel an der Wand. Ich werde den Inhalt überprüfen. Ja, das habe ich getan. Oh nein. Okay, das ist jetzt schon wieder ewig her. Na gut, Leute. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Ich muss das mal ganz kurz nachspielen hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Chronicles of Mythana. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.